So, wie bereits erwähnt, sind wir dann hier. Und es heißt, hier würden Arbeiter missbraucht werden oder ausgenutzt. Also werden wir hier dementsprechend mal für ein bisschen Chaos sorgen. Und dafür müssen wir erstmal irgendwie reinkommen. In den Laden hier. So. Hier haben wir ja gerade einen Eingang. Oh, ein Polizist auch noch. Super. Gute Nacht. So. Dann zünden wir mal das Ding da hinten an. So, und einer noch. Zünd ihn noch an. So. Den Feuerwehrwagen entführen. Entführen wir den hier, der ist schneller. Ja. Da kommt er gleich ums Eck geschossen. Jetzt entführen wir das Teil. So, da ist die Fabrik. Ups. Scheiße. Scheiße. Oh. So was Dummes. Jetzt wollte ich nichts machen und ich komme irgendwie immer wieder auf Dreieck und dann stirbt er. Dann werfe ich nämlich diese komische Granate und dann sind sie tot. Das ist doof. So, ich hoffe, ich muss nicht den Laden nochmal von neu aus räuchern. Aber so wie ich die Spawnpunkte kenne. Gerettet? Bist du noch bei doch nicht. Was ist mit den Papieren? Dein Meister wird nicht erfreut sein, wenn die Bücher in Rauch aufgehen. Mutter Gottes, Sie haben recht. Folgen Sie mir schnell. Ja, dann hinterher. Hier drin sein. Oh, da sind sie ja. Sie sind sicher.
Was glauben Sie, was Sie da tun? Halt! Diebstahl! Ups. Naja, so schwer war das jetzt wohl auch nicht. Haben die Herausforderung auch geschafft. Und können jetzt direkt weiter zum Strain and Boil, zur Kinderbefreiung hier. Die ist ja gerade nebenan. Dann tun wir hier auch noch ein bisschen das Gebiet freimachen. Das ist ja ganz gut. Bietet sich hier ja direkt an. Gute Nacht. Dann befreien wir hier die ersten drei Kinder, zwei Kinder. Ups. Ja. So, den hätten wir erledigt. Da hinten haben wir noch eine Kiste. Und da unten sind die restlichen Kinder. Hallo Polizei, ich tue hier was Gutes. Das kann dauern, bis wir da was haben, weil die schon Level 7 sind und dann dementsprechend viel Leben haben. Pfeif du nur in deine Pfeife, du Pfeife. So, und dich kriege ich auch noch. Ganz ruhig. Alles gut. Und die zwei noch und dann war's das. Ich bin ja bei dir. Perfekt. Den Flickwerk-Umhang haben wir dafür bekommen. Für die Eevee. Oh Gott, haben wir ein kleines Stück nur freigeschalten. Gott. Aber immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Und jetzt gucken wir gerade, ob wir noch was anderes. Hier, das Gangquartier. Nehmen wir auch direkt noch mit. Wäre cool, wenn ich noch ein paar Gangmitglieder hier kriegen würde. Aber auf dem Weg sieht schlecht aus, dass wir hier noch welche finden. Okay. Da drüben haben wir noch eine rumstehen. So, gute Nacht, Fräulein. Stutzt ihm die Flügel, aber lasst ihm die Köpfe, damit ich auch meinen Spaß haben kann. Wir bleiben in Kontakt, Cletus. Da habt ihr es.
Behaltet schön die Umgebung im Auge. Das ist ein hinterlistiger Haufen. Danke für die Beförderung. Wieso hau die ab? Die hauen einfach ab. Gut gemacht. Es gibt Punkte bei Henry Green und befreit uns ein kleines Stückchen mehr von Lambeth. Dann können wir hier gerade noch diese Kopfgeldjagd dranhängen. Komm, das machen wir jetzt auch noch. Jetzt wollen wir es wissen. So, darüber. Und darüber. Dann sind wir auch schon da. Sorry, Boss Jamie. Wer ist denn das? Jesse Butler. Ach, hab ich das? Genug. Heute Morgen erhielt ich Bericht von Kretos. Das Geld wird knapp. Lassen wir die Mieten einziehen oder der Markt wird geschlossen. Oh shit, wir haben es getötet. Ups. Aus Versehen getötet. Aber wir können ihn ja auch tot zurückbringen. Das ist ja das Gute. Au. Wir müssen ihn jetzt einfach nur wegschmeißen. Ja, rein mit dir. Und jetzt fahren wir. Das sollte uns jetzt auch wieder ein kleines Stück Freiheit in Lampe verschaffen. Meine Güte. Und was soll ich so mit ihm anfangen? Und es bringt uns sogar den Revolverheld-Umhang von Frederick Eberlein. Und eben dieses kleine Stück kriegen wir in Lampe auch noch. Und damit beende ich den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.